Okay. So, wo findet man denn jetzt gutes Trinkwasser? Also ob man es jetzt filtert oder nicht. Zunächst mal gilt Regel Nummer 1, Wasser, das nicht appetitlich aussieht, ist es auch nicht. Regel Nummer 2, Wasser, das sehr appetitlich aussieht und gut schmeckt, ist in der Regel dann auch meistens okay. Also das ist schon mal so die allerwichtigste Grundregel. Wasser, das gut aussieht und gut schmeckt, ist schon mal grundsätzlich nicht so verkehrt. Klar kann da immer noch ein bisschen was drin sein, aber ist schon mal erheblich unwahrscheinlicher als bei irgendeiner Dreckbrühe. Dreckbrühe ist grundsätzlich nicht trinkbar. Die einzige Ausnahme sind Gletscherabflüsse, wenn ihr wirklich irgendwo unterwegs seid, wo es noch Gletscher gibt. Und dann irgendein Gletscherfluss quasi sauft, werdet ihr feststellen, dass das wunderbar zwischen den Zähnen knirscht, weil da immer Gletscherabrieb im Wasser drin ist. Der ist aber harmlos, also den kann man ruhig mittrinken. Und das schmeckt auch erstmal, also im ersten Moment ist es natürlich toll, weil super kalt und man irgendwie das Gefühl hat, man trinkt da jetzt das beste Wasser der Welt, weil es Gletscherwasser ist. Wenn man davon aber eine ganze Weile gelebt hat, beziehungsweise das eben schon lange Zeit getrunken hat, dann wird man irgendwann schon feststellen, das ist ein bisschen grenzwertig. Aber man kann das problemlos trinken, da passiert einem gar nichts und da drin sind auch garantiert keinerlei Keime. Möglicherweise dann schon wieder Chemikalien, weil Chemikalien gerne in irgendwelchen langfristigen Eisdingern eingelagert werden. Dazu könnte ich noch einen ganz langen Vortrag halten und spare mir das an dieser Stelle. Trotzdem, also bei normalen Gletschern im Gebirge sollte das eigentlich überhaupt kein Problem sein. Aber gut, das müssen wir jetzt nicht so weit ausführen. Gut, dann, also neben Wasser, was gut aussieht, ist auch gut. Zweite Regel, Wasser darf also logischerweise dann auch nicht schlecht riechen. Versteht sich irgendwo von selber, je nachdem, was für eine Nase man hat. Das ideale Wasser riecht einfach nach nichts, logischerweise. Sobald das Wasser nach etwas riecht, sollte man es nicht trinken. Dann Schaum im Wasser. Schaum ist immer so eine Sache. Wenn es gerade geregnet hat und ihr in einem Naturraum seid, wo ihr wisst, dass normalerweise eigentlich hier alles Trinkwasser ist, dann ist ein bisschen Schaum im Wasser normal, weil halt einfach dann Nährstoffe, die im Boden vorhanden sind, jetzt in einem erhöhten Maße in den Fluss gespült werden, weil halt gerade eben sehr viel Regen war. Das hat man relativ häufig in Schottland. Und das kann halt eben dazu führen, dass dann sich so ein bisschen Schaum im Wasser bildet. Wichtig ist, es sollte nur ein bisschen Schaum sein. Wenn es viel Schaum ist und der Schaum in irgendeiner Form eine Farbe hat, also sprich gelblich meistens dann, oder gar grünlich, dann natürlich auch wieder die Pfoten davon lassen, aber dann sollte man das eigentlich auch schon fast riechen und das Wasser auch schon nicht appetitlich aussehen. Wenn man jetzt ein appetitliches Wasser probiert, das kann man nämlich ruhig machen, winzige Mengen selbst von kontaminiertem Wasser bringen einen nicht sofort um und führen auch nicht sofort zu Durchfall. Einen kleinen Schluck probieren kann man schon machen, da kann einem eigentlich so gut wie nichts passieren, wenn man jetzt nicht ein super, super, super empfindliches Gedärm da unten auf Höhe der Kommentarzeile hat. Und wenn man das Wasser dann probiert hat, stellt man fest, Wasser, das gut schmeckt, ist meistens auch gut. Also es ist tatsächlich dann eben in 90% der Fälle so, wenn du ein Wasser hast, das gut aussieht und gut schmeckt und gut riecht und man sich relativ sicher ist, dass dieses Wasser aus der Natur kommt und nicht vorher irgendeine Siedlung oder sonst was durchläuft, dann handelt es sich meistens auch um sicheres Wasser. Es bleibt ein gewisser Unsicherheitsfaktor. Das hängt jetzt eben von der Situation ab, ob man jetzt mal den eingehen möchte und eben das riskieren möchte, dass man dann ein Wasser trinkt, das einen gewissen Unsicherheitsfaktor hat. Und es hängt natürlich eben jetzt davon ab, wie lange man auch schon in der Natur unterwegs ist. Wenn man sich eben schon dran an Naturwasser gewöhnt hat, in Anführungszeichen, dann wird man so ein Wasser wahrscheinlich relativ problemlos trinken können. Grundsätzlich, wenn ihr überhaupt nichts habt, um eure Wasser irgendwie aufzubereiten, also außer abkochen, das solltet ihr in jedem Fall natürlich dann tun, wenn ihr die Möglichkeit habt. Manchmal hat man selbst die Möglichkeit ja nicht. Dann empfiehlt es sich erst ganz wenig Wasser zu trinken.
warten, so ungefähr eine Stunde. Also Wasser, das wirklich kontaminiert ist mit bösen Dingen, da kriegt man sehr schnell Durchfall. Das funktioniert wirklich relativ flott. Daher, wenn man eine Stunde wartet und dann ein bisschen mehr trinkt, so ungefähr die doppelte Menge, also nicht nur zwei Schlückchen, sondern dann vier Schlückchen oder halt einen großen Schluck, je nachdem, wie ihr das machen wollt und wie eilig ihr es habt. Mit je kleineren Mengen ihr vorgeht, desto sicherer ist es natürlich. Und dann immer so weiter und immer so weiter, bis man dann halt entweder so viel Wasser getrunken hat, dass man davon ausgehen kann, dass da nichts Schlimmes passiert. Das wäre dann so ungefähr ein halber Liter bis ein Liter, irgend sowas um den Dreh. Dann wird man mehr davon wahrscheinlich auch vertragen. Es gibt da immer noch Ausnahmen. Wir sprechen ja hier von Notsituationen, ja? Und wenn das eben nicht der Fall ist und wenn man das Gefühl hat, dass es einem irgendwie ein bisschen schlechter geht, das ist ganz schwierig einzuschätzen, weil man halt eben subjektiv die Wahrnehmung da, das kann auch sein, dass man da grundsätzlich sich schlechter fühlt, weil ja die Möglichkeit besteht, dass das Wasser kontaminiert ist. Und also ganz schwierig, das dann mit eigener Wahrnehmung hinzubekommen. Da muss man sich schon sehr diszipliniert unter Kontrolle haben, dass man das dann auch hinbekommt. Weiß ich nicht. Also so ein bisschen Hypochonder ist sind ja die meisten von uns. Aber in der Theorie geht das. Und wenn man sich das zutraut, dann kann man das natürlich auch so machen und so mal testen, ob das Wasser denn einigermaßen was taugt. Selbstverständlich sollte man aber auch da in jedem Fall, wenn man was dabei hat zum Filtern, dann nimmt man das halt eben auch her. Allein schon, weil man kein Risiko eingehen sollte, kein unnötiges, außer man ist halt wirklich irgendwo, wo man sich sicher sein kann, dass das Trinkwasser ist. Und damit sind wir beim Punkt. Ganz sicheres Trinkwasser, wo mit Garantie nichts drin ist, ist Regenwasser, das noch nicht lange steht. Heißt irgendwas, was direkt vom Baum tropft und ihr habt euren Topf drunter gestellt und fangt das auf, das ist hundertprozentig trinkbar. Das gleiche gilt für irgendwelche frischen Pfützen, die zum Beispiel auf der Vorstraße entstanden sind, nach dem letzten Gewitterregenguss oder ähnlichem. Sowas kann man mit einem Strohhalm oder was auch immer, irgendein Stück Springkraut zum Beispiel, dann ohne weiteres ausschlürfen, ist überhaupt kein Problem. Und natürlich Quellwasser, das direkt oder ganz, ganz kurz hinter der Quelle getrunken wird. Und man kann nachvollziehen, okay, hier geht der Bach irgendwie nicht mehr weiter, hier muss das Wasser irgendwo aus dem Berg kommen, da kann ich also trinken, das ist eine Quelle. Bei der Quelle ist das so ein Problem, weil man braucht dazu einen Berg. Jetzt ist ja Deutschland nicht überall bebergelt. Bebergelt? Bebergelt ist ein schönes Wort, ja. Da hat man dann halt das Problem, dass Quellen dann, wenn dann wirklich welche vorhanden sind, wirklich solche quasi so Sumpflöcher sind, aus denen das Wasser so ganz leicht heraussickert und sind als Quelle nur ganz, ganz schwer zu erkennen. Ich habe da hinten auch so eine, die sieht genauso aus, trotz Berg. Aber ja, das ist dann trotzdem eine Quelle und da muss man sich dann halt ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzen, um dann so ein Ding zu erkennen. Quellen sind da auch erheblich seltener und ohnehin hat man im flachen Land immer das Problem, dass da auch ganz viel Landwirtschaft ist und man eigentlich sämtliche Bächlein zwischen irgendwelchen zwei Äckern dahin fließen. Also so lange habe ich in Niedersachsen gewohnt, dass ich dieses Bild gut kenne und das ist alles Wasser, das man wirklich nur abgekocht und gefiltert und wenn es unbedingt sein muss, trinken sollte. Weil wenn da noch Landwirtschaft stattfindet, und das habe ich eben noch vergessen, dann könnten natürlich auch wieder Chemikalien im Wasser sein, die langfristig gesehen nicht gut sind. Jetzt ist es natürlich auch nicht so, dass unsere Bauern in der Regel mit irgendwelchen heftigen Giftstoffen düngen, die dann sofort im Wasser landen und das zu einer tödlichen Brühe machen. Ganz so dramatisch ist es dann jetzt auch wieder nicht. Das wird teilweise auch ein bisschen überdramatisiert, wenn der Bauer gedüngt hat. Klar, filtern muss man es noch. Also einen Wasserfilter braucht man, aber gefiltert plus abgekocht sollte es dann auch trinkbar sein, sofern ihr jetzt davon nicht, keine Ahnung, 30, 40, 50 Liter oder was braucht, sondern es wirklich nur mal um einmal den körpereigenen Wasserhaushalt auffrischen zu können geht. Oder auch zweimal oder auch vielleicht noch dreimal, aber dann sollte dann auch wieder Schluss sein mit so einem Wasser, weil man dann halt eben nicht weiß, was das langfristig mit einem anstellt, weil diese meisten Chemikalien, gerade eben bei Landwirtschaft, die Dinge, die da dann im Wasser sind, sind langfristig schädlich, nicht kurzfristig einen gleich umbringend. Ganz paar Dinge gibt es, die theoretisch dann noch im Wasser drin sein könnten, weil der Bauer irgendwie Mist gebaut hat. Aber davon können wir jetzt irgendwo nicht ausgehen und das ist halt wieder das, was unter das Restrisiko fällt.
Ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, Wasser, das aus dem Boden tritt, in Form einer Quelle. Es gibt auch kurzzeitig auftretende Quellen bei ganz, ganz, ganz extremen Regengüssen. Da hat man dann teilweise auf dem Rasen, dass mitten auf der Wiese quasi Wasser plötzlich aus der Wiese strömt. Nach ganz, ganz starken Regengüssen kann das der Fall sein. Sowas ist auch wunderbares Trinkwasser, ist überhaupt kein Problem. Das ist quasi Regenwasser, ganz leicht angefiltert. Das wird dann gar nicht mehr nennenswert im Boden aufgenommen und gar nicht mehr großartig im Boden gefiltert, ist aber auch nicht mehr nötig, weil es ja Regenwasser ist. Und da es schon ganz, ganz viel geregnet hat, sind die ganzen scheiße Partikel in Anführungszeichen, die da mal auf der Bodenoberfläche rumgelegen haben und die bösen Dinge, die auf der Bodenoberfläche rumgelegen haben, sind auch schon weggespült. Also wenn sich solche Quellen dann bilden an Stellen, an denen normalerweise keine sind, dann kann man das dann auch mit relativ hoher Sicherheit. Ne? Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, bei der ganzen Wassergeschichte nicht. Das kann man dann auch wahrscheinlich eben trinken. So, dann gibt es ja natürlich noch so lustige andere Wasserquellen, die man sich zunutze machen kann. Ich werde euch dann mal im Anschluss dann noch was zeigen. Es gibt dann noch ein kleines Kurzwissen-Video. Alle solche Survival-Tricks, um an Wasser dran zu kommen, das nicht Oberflächenwasser ist. Also aus der Pflanze, Birkenwasser, Zapfen oder Birkensaft oder wie auch immer man den nennen möchte und solche Späße. Das ist alles quasi Grundwasser, das noch ein kleines bisschen in der Pflanze mit irgendwelchen pflanzlichen Inhaltsstoffen angereichert wurde. Ein kleines bisschen bis überhaupt nicht, das gibt's auch. Sowas ist grundsätzlich trinkbar. Außer bei giftigen Bäumen. Und das ist im Prinzip nur die Eibe und die würde sowieso keiner auf die Idee kommen anzuschneiden, um damit großartig Wasser zu gewinnen. Also außer bei Eibe kann man bei jedem Baum quasi den Baum in irgendeiner Form anzapfen. Da kommt dann teilweise mehr oder weniger raus und im Frühjahr deutlich mehr als in irgendwelchen sonstiger Zeit. Aber im Prinzip geht's. Aber ich zeige euch dazu auch noch mal ein paar Techniken irgendwann im Laufe der Zeit. Aber so ein Wasser ist immer trinkbar. Und dann wäre noch wichtig zu sagen, dass sogenannte furchtbare destillierte Wasser, also sprich Regenwasser kann man ja nicht trinken, das ist ja quasi destilliertes Wasser, das ist Käse, davon müsste man dann wirklich schon enormste Mengen nonstop trinken, also so viel, dass man dann wirklich schon quasi gar nicht mehr laufen kann, weil man so viel getrunken hat, dass das wirklich problematisch werden würde. Denn Regenwasser enthält durch die lustigen Schadstoffe, die wir in die Luft pusten, auch immer einen gewissen Anteil an Nährstoffen, Mineralien und sonst was, weil einfach alles ganze Zeug in der Luft rumschwirrt und ist nicht destilliertes Wasser. Es ist nah dran, aber es ist nicht destilliertes Wasser und hat schon eine gewisse Sättigung mit Dingen, die da halt eben im Wasser drin sein sollten. Also ein bisschen Mineralstoffe, damit eben das Wasser die Mineralstoffe nicht aus unserem Körper entzieht. Das gilt insbesondere im Wald, weil da das Wasser, das dann irgendwann am Boden ankommt, ja erstmal durch die Baumkrone geflossen ist und da dann noch zusätzliche Stoffe, die an den Blättern quasi aus der Luft hängen geblieben sind, aufgenommen hat. Im Prinzip Staub, wenn man so möchte, so eine Art Staub. Und ist damit dann immer mit einem gewissen Nährstoffgehalt eben verbunden. Man kann also Regenwasser, insbesondere im Wald, relativ problemlos trinken, sollte dann aber halt wieder auf eine mineralstoffreiche Ernährung achten. Das sollte man ja ohnehin in jedem Fall tun. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann rührt man ein ganz kleines bisschen Boden, also Dreck in Anführungszeichen, in sein Regenwasser und dann hat sich das Problem auch erledigt. Wenn man wirklich destilliertes Wasser herstellt, das kann man ja auch machen, weil man zum Beispiel seinen eigenen Urin destilliert, an irgendeiner kalten Oberfläche kondensieren lässt, abtropfen lässt, Inhalt dann eben wieder eine Feldflasche oder sonst was und das dann trinkt, das ist wirklich destilliertes Wasser und da, ja, auch wieder geringe Mengen, überhaupt kein Problem. Also irgendwas bis 5 Liter kann man davon dann auch noch relativ gut trinken, solange man frisch aus der Zivilisation kommt. Wenn man schon länger in der Natur ist, dann geht das wieder nicht mehr. Dann ist destilliertes Wasser wirklich ein Problem. Und dann sollte man halt einfach eben auch wieder ein bisschen Dreck reinrühren, dann hat sich das Problem auch wieder erledigt. Also vor dem destilliertem Wasser muss man wirklich keine Angst haben, zumal da grundsätzlich keine Bakterien drin sind. Und ein bisschen Boden einrühren ist auch nicht so, dass da irgendwelche schlimmen Bakterien drin sind.
nur die Gesamtmasse an kontaminierten Boden, weil halt dauernd die Kuh drauf geschissen hat. Das ist dann irgendwann schlimm, zumal halt eben gerade die bösen Dinge aus dem Boden gerne gelöst werden und dann im Grundwasser irgendwo landen. Daher, vor ein bisschen Boden im Wasser braucht man keine Angst haben. Das ist so jetzt quasi das, worauf ich hinaus möchte. Okay, aber jetzt machen wir wirklich mal ein Schlusswort, nämlich muss man denn eben Angst haben, Wasser aus der Natur einfach so zu trinken? Also anders als die anderen Dinge, die angeblich gefährlich sind, bei denen ich dann in der Regel sage, dass die dann gar nicht überhaupt nicht gefährlich bis ganz wenig gefährlich bloß sind, muss man beim Wasser schon vorsichtig sein. Das ist schon tatsächlich eben berechtigt und man sollte wirklich, wenn es nicht irgendwie vermeiden lässt, nicht aus großen Flüssen trinken, sondern wenn, dann nur aus kleinen Bässchen. Und wenn es nicht so akut ist, dass man es machen muss, weiter unten eben, weiter unteren Flussverlauf davon daraus trinken, dann sollte man eben das besagte Bächlein auch ein Stückchen nach oben laufen, damit man sicher sein kann, dass er nicht durch irgendeine Siedlung fließt oder irgendwelche Rinderherden oben an der Quelle stehen und reinpinkeln oder sonst was. Sofern man die Möglichkeit hat, sollte man das definitiv tun. Alle anderen Varianten, mal abgesehen vom Regenwasser oder sonstigen Oberflächenwasser, das noch nicht lange da ist und noch nicht lange steht, das sollte man dann nach Möglichkeit vermeiden. Aber eingangs erwähnt, mit der Zeit gewöhnt sich der Darm da dran. Wenn man wirklich schon eine Weile in der Natur ist und schon eine Weile dreckiges, in Anführungszeichen, Wasser getrunken hat, dann kann man damit irgendwann auch weitermachen. Dann hat man sich dran gewöhnt. Also es ist wichtig, dass man sich dann langsam dran tastet an die Wassergeschichte, weil früher oder später hat man halt irgendwann kein Wasser in Keimungsmittel mehr, wenn man mit Chemikalien arbeitet, oder der Wasserfilter gibt halt irgendwann dann auch den Geist auf, und bis zu diesem Punkt sollte man dann in der Lage sein, auch böses Wasser, da rennt gerade eine Ameise über die Kameralinse, sehr interessant, auch böses Wasser trinken zu können. So. Und das war jetzt mein langer Monolog zum Thema Wasser. Und damit sind wir durch. Und was habe ich vergessen? Oh, stehende Gewässer, also irgendwelche Seen, die nicht nennenswert durchmischt werden. Das ist ein absolutes Brutparadies für alle möglichen Mikroorganismen, Keime und sonstiges Zeug. Das ist gleiche Kategorie wie großes Flusswasser, nur in absoluten Notfällen. Und dann mit Abkochen, Filtern, plus Aktivkohlefilter, wenn man keinen hat, dann halt eben selbstgebauter Kohlefilter, und auch dann nur, wenn es unbedingt sein muss. Ja, damit habe ich aber, glaube ich, jetzt wirklich alles erwähnt. Wenn ich noch was vergessen habe, dürfte ich es natürlich gerne noch anmerken. Und damit sind wir durch mit dem Thema Wasseraufbereitung. Macht's gut.